Bilder des syrischen Fernsehens zeigen angeblich einen Luftangriff auf eine Luftwaffenbasis in der Provinz Homs. Der Flughafen wird von mehreren Raketen getroffen, 14 regierungstreue Kämpfer sterben, darunter offenbar auch iranische Söldner. Die Attacke erfolgt 2 Tage nach einem mutmaßlichen Giftgasangriff auf die letzte Bastion der Rebellen in Ost-Ghuta. Laut Aktivisten werden dabei 48 Menschen getötet. Syrien und sein Verbündeter Russland machen Israel für den Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt verantwortlich. Sie bestreiten außerdem, dass es einen Giftgasangriff gegeben hat. Unsere Spezialisten und die des Roten Halbmonds haben diesen Ort untersucht. Sie haben keine Spur von Chlor oder anderen chemischen Substanzen gefunden, die gegen Zivilisten eingesetzt wurden. Der Bundesregierung zufolge hat es einen Giftgasangriff in Syrien gegeben. Alle Untersuchungen deuteten auf die Verantwortung des syrischen Regimes hin, erklärte Regierungssprecher Seibert.